Die vergangenen 6 Jahre in Waldmischelbach waren von einer erfolgreichen Finanz- und Haushaltspolitik geprägt. Dabei ist es mir gelungen, den regulären Schuldenstand der Gemeinde von 21,6 auf offiziell 18 Millionen Euro zu reduzieren. Der wirkliche Schuldenstand liegt sogar bei nur noch 14 Millionen Euro, da ich in den letzten Jahren weitgehend auf die Neuaufnahme von Krediten verzichtet habe. Diese nicht in Anspruch genommenen Kredite dürfte ich dieses Jahr theoretisch noch ziehen, deshalb sind es offiziell die 18 Millionen. Das bedeutet, dass im Vergleich zu 2016 der Schuldendienst an Steueraufkommen, also wie viel Prozent der eingenommenen Steuergelder müssen wir für Zins und Tilgung ausgeben, um über 4% von 18,25 auf 14,02% verringert wurde. Gleichzeitig hat sich der Deckungsanteil des Schuldenstandes mit dem Steueraufkommen, also wie viel des Schuldenstandes ist durch die jährlichen Steuereinnahmen abgedeckt, von 41,51 auf 59,85% erhöht. Das ist der höchste Deckungsgrad seit dem Jahr 2000. Durch den offiziellen Schuldenstand hat sich die Pro-Kopf-Verschuldung in Waldmischelbach seit 2016 von 2040 Euro auf 1705 Euro verringert. Tatsächlich liegen wir hier aktuell sogar nur noch bei rund 1300 Euro. Zu Beginn meiner Amtszeit war Waldmischelbach außerdem zusätzlich noch mit 4,5 Millionen Euro Kassenkrediten verschuldet, die ich in meinem ersten Amtsjahr vollständig zurückzahlen konnte und damit für Waldmischelbach eine besondere Landesförderung in der Höhe von mehreren Millionen Euro erlangte, als Belohnung für Kommunen eben ohne Kassenkreditschulden. Seit 2017 konnte ich nicht nur jedes Jahr einen Haushalt mit Überschuss im Gesamtergebnis vorlegen, sondern jeden meiner Haushaltspläne im Jahresabschluss noch deutlich übertreffen. Hierdurch hat Waldmischelbach mittlerweile knapp 8,5 Millionen Euro an Rücklagen aufbauen können. Diese Millionen sind leider nicht auf unserem Konto und existieren nur buchhalterisch. Das bedeutet aber, dass wir in schlechten Zeiten, so wie sie uns jetzt bevorstehen, mehr Handlungsspielraum haben. Das alles ist uns gelungen, ohne dass in den letzten 6 Jahren die Grund- und Gewerbesteuern erhöht wurden. Waldmischelbach ist das Unterzentrum in Südhessen mit den niedrigsten Steuersätzen und das soll zum Wohle der Bürger auch so bleiben. Die einzige Steuer, die erhöht wurde, war die Spielapparatesteuer. Diese haben wir verdoppelt, um die immer stärker um sich greifende Ausbreitung von Spielhallen einzudämmen. Obwohl Waldmischelbach seit über 12 Jahren ein Niedergang und das Schrumpfen der Bevölkerung prognostiziert wird, verzeichnen wir seit Jahren eine steigende Geburtenrate und stetigen Zuzug, sodass seit 2016 die Einwohnerzahlen auf 10.940 angestiegen sind. Auch im Bereich des Gewerbes verzeichnen wir eine stetige Aufwärtsentwicklung und haben mittlerweile 105 Betriebe mehr als vor 6 Jahren. Sehr viel getan wurde im Bereich der Kinderbetreuung. Hier wurden 114 neue Plätze geschaffen, davon allein 24 zusätzliche Plätze im Kleinkindbereich. Bei der Straßenbeleuchtung haben wir zum Schutz des Klimas und zur Energieeinsparung mittlerweile die Hälfte aller Straßenlampen auf LED umgerüstet. Die andere Hälfte ist noch so neu, dass eine Umrüstung nicht wirtschaftlich wäre. Aber mit Ablauf der Lebensdauer werden auch diese vollständig auf LED umgerüstet. Sehr viel zu tun war für mich in der Verwaltung selbst, denn aufgrund der Personalpolitik meines Vorgängers, bei der ein schmaler Stellenplan und niedrige offizielle Personalkosten durch die Anhäufung von zahllosen Überstunden erkauft wurden, bestand bei meinem Amtsantritt bei vielen Mitarbeitern unzählige Überstunden und nicht genommene Urlaubstage. Durch konsequente, aber auch möglichst bürgerfreundliche Maßnahmen ist es mir gelungen, die Rückstellungen für die Resturlaubstage bei mittlerweile mehr Angestellten als 2016 zu halbieren. Die enorme Zahl an fast 5.500 Überstunden, allein in der Verwaltung, aufgeteilt auf vielleicht 25 Mitarbeiter, konnte in den letzten Jahren auf etwa über 2.200 alte Überstunden abgebaut werden und wird vermutlich in 2 bis 3 Jahren vollständig abgebaut sein. Durch neue Arbeitszeitregelungen, die ich eingeführt habe, wird verhindert, dass eine solche Situation nochmals entstehen kann. Am 12. März sind Bürgermeisterwahlen, gehen Sie wählen.